Bidibiba, euer Comic ist wieder da und heute mit Opinep. 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 Opinep, dem Hautschleier. Ra, ra. Ja, auf jeden Fall geht es wieder um Raid-Bosse. Opinep ist hier heute dran und ich mache es genauso wie bei den anderen Videos. Zeige euch den Solo, spreche so ein bisschen über das, was man hier beachten muss. Ich nenne ihn immer gerne den Fledermaus-Champion. Und wir gucken uns mal an, was er so kann. Ihr seht, wir sind auf Hölle 6 gerade aktuell. Ich hoffe, ich überlebe es. Ich habe auch schon gezeigt in den anderen Videos, wie man Plünderungen erstellt, was bei den Gruppen, was man bei Gruppen und so machen kann, beachten sollte, warum man die Truppe mitnehmen müsste, sollte und so weiter. All das könnt ihr in den anderen Videos sehen. Schöne Umgebung übrigens, die sie hier gemacht haben. Finde ich sehr schön. Erstmal kommen wir hier rein, muss so ein paar Fledermäuse töten. Das ist das allererste, was man eigentlich tun muss. So, Fledermäuse töten. So, dann muss man vorsichtig sein. Sobald ihr oben dieses rote Symbol, dieses Fledermaus-Symbol habt, werdet ihr gejagt von diesen Elite-Fledermäusen dort. Die kann man auch erstmal am Anfang, solange die euch verfolgen, nicht töten. Die machen ganz schön Damage, wenn man reinläuft. Das heißt, lasst euch nicht von diesen Fledermäusen kriegen. So, dann kommt Ophineb. Da vielleicht nicht zu viel Schaden machen. Ihr seht, der schickt ganz schön viele Fledermäuse. Dann macht er auch solche Striemen wie Lassal auf dem Boden teilweise. Macht Nahkampfangriffe. Ihr seht es mit der Peitsche. So, dann kommen wieder Fledermäuse, die anfangen, unschuldige Leute zu jagen. Ihr seht auch Flächenschaden. Ja, hat er jetzt gerade gemacht. So, jetzt jagen mich wieder die Fledermäuse. Und ihr seht, die machen ganz schön Damage, wenn man drin stehen bleibt. Sollte man also vermeiden. Nebenbei, wie gesagt, spawnt er auch noch Fledermäuse. Ein paar Leute, die nicht von den Fledermäusen verfolgt werden, die können natürlich trotzdem schon Damage machen. Ihr seht, der flippt jetzt hier so ein bisschen aus, geht immer hin und her, macht dann wieder Flächenschaden auf dem Boden, macht hier Fernkampfangriffe. So, jetzt kommt gleich wieder die Fledermaus. Während die Fledermäuse uns umkreisen, können andere ihn trotzdem schon angreifen. Ihr seht schon, also wie gesagt, die Fledermäuse machen ganz schön Aua. Lauft. Steht auch schon da, ne, dass man weglaufen soll. So, ich greife mal ein bisschen an, dass wir mal einen Lebensbalken weniger bekommen, damit wir die nächsten Attacken von ihm sehen. Fledermäuse nehmen wir auf jeden Fall mit. So, zack, zack. Seht ihr, macht wieder hin und her. Das sollte man sich nicht treffen lassen. Oh, wieder weglaufen. Und hier aus diesem Kreis, der jetzt hier angezeigt wird, sieht man vielleicht recht schlecht, muss man auch rauslaufen, ja? Ja, sonst passiert nämlich das. War ich zu nah am Kreis dran. Also man soll auf, muss aus dem Kreis rauslaufen. Da sind wieder die tollwütigen Fledermäuse. Und jetzt kommen noch Flächenschaden auf dem Boden und noch andere Gegner hinzu. Hier seht ihr die anderen Gegner, die er gespawnt hat. Das ist ein ganz schönes Gelaufe jetzt, wenn man alleine ist. Wenn man in der Gruppe ist, ist es meistens nicht ganz so schlimm. Aber ich will ja auch so ein paar von den Attacken zeigen. Hier schwebt sie übrigens in der Luft und ist nicht angreifbar. Da kommen wieder die Fledermäuse. Bin halt der Einzige, den sie jetzt gerade verfolgen. Sonst sind es immer nur drei oder so, die verfolgt werden. So, jetzt müssten gleich... Ja, schon wieder tollwütige Fledermäuse unterwegs sein. Müssten wir eigentlich gleich einen von den Lebensbalken unten haben. Ja, ich merke schon, dass tollwütige Fledermäuse auf der Jagd sind. Oh. Mist. Okay, ich darf nicht zu sehr in den Fledermäusen drinstehen bleiben. Ich sollte doch ein bisschen mehr Schaden machen. Ihr seht schon, auf Hölle 6 ist das Ganze ein bisschen schwieriger jetzt für mich. Vor allen Dingen, weil diese Fledermäuse halt auch so einen extremen Schaden machen. Alle anderen Angriffe sind gar nicht so schlimm. Die Fledermäuse sind halt kacke. Oh, jetzt bin ich auf Hölle 7 gegangen. Nein! Also Hölle 7 werden wir definitiv nicht überleben. Gehen wir mal lieber wieder raus. Das sind 10.000 kW oder so, die er auf Hölle 7 hat. Ich glaube, das ist keine gute Idee für mich jetzt. So, verlassen und erstellen die Plünderung nochmal neu auf Hölle 6. Und betreten gleich wieder, damit keiner joinen kann, einfach so. Weil die. Das Lustige ist halt, sobald man Plünderungen erstellt, sind sie sofort offen. Man kann es gar nicht vorher auswählen. Finde ich ein bisschen blöd. Aber gut. Ist halt so.
Okay, machen wir das Ganze mal beschleunigt. Wir haben die ersten Attacken natürlich gesehen. Ihr könnt natürlich hier auch nochmal so ein bisschen was sehen. Die Fledermäuse müssen gekillt werden. Dann kommen die tollwütigen Fledermäuse. Ihr seht auch, dass da so eine Zeitanzeige ist, die dann abläuft. Und wenn die runter ist, dann kann man die angreifen. Sonst vorher kann man die nicht angreifen. Dann sind die quasi unkaputtbar und machen übelsten Schaden. Ihr seht es auch, der Lebensbalken geht nicht ganz so schnell runter vom Boss. Und hier kommen so ein paar Fledermäuse. Diese Fledermausangriffe kennen wir ja schon aus dem Turm der Verdammten, wollte ich jetzt schon sagen. Ah, tollwütige Fledermäuse sind auf der Jagd. So, mach mal ein bisschen Schaden drauf. Das ist die Bossine hier. Oh, hier müssen wir rauslaufen. Rausgelaufen, zack, hab's gesehen. Da kam wieder der Schaden, in den ich vorhin aus Versehen reingelaufen bin. Der macht ganz schönes Aua. Hier schwebt sie, da ist sie Damage immun, wie gesagt. Auch von diesen Angriffen sollte man sie auch nicht unbedingt treffen lassen. Also auch schön ausweichen versuchen. Wenn man natürlich den Schaden aushält, kann man ja auch drin stehen bleiben. Aber ist ja nicht der Sinn der Sache. Man sieht, es passieren immer einige Dinge auf einmal. So, also wieder. Und schon wieder tollwütige Fledermäuse, denen wir ausweichen müssen. Die halten übrigens immer ein bisschen länger durch dann gegen Ende. Tollwütigen Fledermäuse erstmal wieder weg. So, jetzt kommt's gleich. Hier kommen Fledermäuse, die muss man killen. Die fliegen auf den Boss zu. Ja, man sieht's. Ja, hier, die sind direkt, werden angezogen, weil sonst kriegt man ein Problem, wenn man die durchkommen lässt. Dann wird der Boss nämlich stärker und ärgert uns wieder. So, jetzt ist hier wieder so ein Zwischending, wo der Boss mal außer Gefecht gesetzt ist, aber auch gerade keinen Schaden nimmt und der verdreifacht sich hier dann. Ich weiß nicht, ob und wo das Spiegelbild ist. Auf jeden Fall muss man die alle drei killen. Auch hier wieder Fledermäuse. Dann muss man sich hier dazwischen stellen. Ja, dazwischen stellen. Es lädt sich langsam auf, wie man sieht. Und dann wird hier abgefeuert. So, das waren jetzt mal so die Angriffe von Ornithap. Wir machen das Ganze aber gleich nochmal, auch wenn ich das eine Mal gestorben bin. Es ist halt der Vorführeffekt, wenn man nicht so viel Schaden drauf machen will, damit der Boss nicht sofort umfällt und man die Angriffe zeigen will, dann kann sowas passieren. Wenn ich jetzt natürlich einen Speedrun machen wollen würde, dann hätte ich das anders gemacht. Und wahrscheinlich auch noch was anderes ausgerüstet. So, Ornithap nochmal. Und wir gucken mal, was passiert, wenn die Fledermäuse, wenn man die nicht alle killt und die dann in ihn quasi reinfliegen, was dann passiert. Also wenn auch nur zum Beispiel eine Fledermaus oder so da reinfliegt. Das gucken wir uns auch gleich mal noch an. So. Peng, peng, peng. Machen wir wieder alle Fledermäuse kaputt. Dann kommen wieder die Elite-Fledermäuse, die uns erstmal verfolgen. Ihr seht es, also sobald ihr oben dieses Ding habt und dieser Bereich, diese Vignette erscheint, dann ist es bereit, oder seid, müsst ihr bereit sein, wegzurennen. Weil selbst unseren Cruzy hat es letztens ausgehebelt. Ah, die machen schon guten Damage. Wollte ich damals mal. Kann ich auch ein bisschen mehr Schaden machen. Kommen nämlich gleich wieder. Ihr seht schon, die sammeln sich hier schon wieder um den Boss. Er ist auch Damage immun gerade. Und dann gleich wieder verfolgt. Am besten ist einfach ein bisschen wegrennen. Auch von den anderen, weil das Problem ist, wenn ihr dann in die anderen Leute, die hier im Raid stehen, reinlauft, machen die man natürlich auch mit Schaden. Ne? So, hier ist wieder der Kreis, aus dem man rauslaufen sollte. Sich nicht treffen lassen darf. So. Okay, machen wir weiter. Jetzt ist es wieder immun, dann kommen diese Teile. Oh, jetzt sind wieder die
Fledermäuschen, die uns verfolgen. Dann auch von oben. Also ihr seht schon, auch bei dem sollte man natürlich bereit sein, immer mal ein bisschen zu laufen. So, gleich geht's los. Kommen wieder Elite-Fledermäuse, die uns verfolgen. Gut, dass immer mal so ein paar Kugeln droppen. Sonst hätten wir echt ein Problem. Ich versuche mal gerade die Fledermäuse durch meine Skelette durchfliegen zu lassen. Ihr seht, die Skelette sind instant tot gewesen. Ne? Sehr viele Fledermäuse hier auf einmal. So, jetzt geht's gleich los. Jetzt gehen wir mal ein Stück weg und lassen mal ein paar von diesen Fledermäusen da reinfliegen. Ich sehe schon, dass meine Minions gerne angreifen wollen. Boss kommt uns auch ein bisschen näher, glaube ich. Ich versuche mich zurückzuhalten. Dass die Fledermäuse in den Boss reinfliegen können. Schon mal gucken. Das dauert ein Stück, bis die angekommen sind. Man sieht es dort, dass sie da noch fliegen. Aber man sollte natürlich versuchen, die Fledermäuse zu killen. So, die sind jetzt, glaube ich, angekommen. So, dann kommen natürlich gleich wieder ein paar Elite-Fledermäuse. Und Ornithap wird natürlich dadurch hier natürlich auch nicht besser. Ja, ihr seht auch schon, dass er immer wieder diese Striemen auf dem Boden macht. Also direkt vor dem Boss zu stehen, ist generell immer eine schlechte Idee. Wieder Damage immun gerade, weil der letzte Lebensbalken angebrochen wurde. Mal gucken, ob ich zu viel Schaden bekomme. So, zack. Ja, wieder rauslaufen. Hier ist es zum Beispiel ganz gut, wenn man ein bisschen näher dran steht am Boss, weil man dann aus diesen Tunneln, sage ich mal, besser rauskommt. So, die machen natürlich auch gleich alle Attacken, ne? Man sieht, man muss immer einen nach dem anderen versuchen hier zu killen. Aber zum Glück sind die relativ schnell weg, die Spiegelbilder, nenne ich sie jetzt mal. So, er versucht hier uns immer mal zu schlagen, wie man so schön sieht. Da kommt wieder das Teil, kann sich hier hinstellen. Der bewegt sich ja zum Glück nicht so wirklich. Zack, und down. Ja, und das macht er dann immer wieder, diese Dinger, diese, ich nenne es mal Trichter, aus dem man rauslaufen muss. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man ein bisschen näher dran steht, nicht zu weit weg ist. Aber die Trichter sind zum Glück auch nicht zu breit, muss man sagen. Man kann relativ gut rauslaufen aus so einem Trichter. Also ihr habt die Fähigkeiten gesehen, die der Boss mit sich bringt. Kommt halt drauf an, wie eure Raid-Truppe oder Raid-Gruppe aufgestellt ist, mit der ihr euch dann stellt. Die KW steht auf jeden Fall immer bei den Bossen mit dabei. Das ist jetzt Hölle 7. So. Hölle 6. Steht ja immer mit dabei. Also man kann leicht drunter sein, unter den der empfohlenen Kampfwertung, muss man immer dazu sagen. Wenn man drüber ist, ist es natürlich immer ein Vorteil. Man kann aber auch ein bisschen drunter sein. Sollte dann aber nicht zu viele Leute mit in der Gruppe oder im Raid drin haben, die drunter sind, sondern vielleicht den einen oder anderen, der da durchaus aushelfen kann. Ja, das war es erstmal von Ornithap, einem der neuen Bosse. Und wir sehen uns dann beim Rest der neuen Bosse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Tschüssikowski.